Mal ehrlich, wie oft haben Sie sich schon gesagt, das ist die letzte Zigarette? Doch die meisten schaffen es nicht, ihre eingefahrenen Alltagsgewohnheiten einfach über Bord zu werfen. Nichtraucher beklagen sich neuerdings nicht nur über den Gestank, sondern auch über den Krach von Rauchern. Vielleicht wundern Sie sich, denn normalerweise ist Rauchen geräuschlos. Normalerweise. Bleib ganz ruhig sitzen und schlaf. Wenn ich dich gleich wecke, dann wirst du ein wahnsinniges Verlangen nach einer Zigarette haben. Ich werde dir eine Zigarette anbieten. Du wirst diese Zigarette rauchen, aber es wird dir nicht gelingen, denn eine unsichtbare Barriere befindet sich zwischen der Zigarette und deinem Mund. Du wirst sie nicht in den Mund nehmen können. Du wirst sie nicht rauchen können, obwohl du es willst. Du wirst es immer wieder probieren, weil du möchtest unbedingt davon ziehen. Wenn ich dich gleich wecke, werde ich dir auch eine Zigarette anbieten. Du wirst dich wahnsinnig darauf freuen. Du wirst sie mit Genuss rauchen. Du wirst sie richtig genießen. Du wirst den Rauch reinziehen und wieder ausatmen. So lange, bis ich mit meinen Fingern schnalze, weil dann schlagartig bist du absoluter Nichtraucher. Du bist ein Gegner des Rauchens und du wirst versuchen, die beiden Menschen rechts und links neben dir davon zu überzeugen, ebenfalls Nichtraucher zu werden. Wenn ich dich gleich wecke, werde ich auch dir eine Zigarette anbieten und du wirst dich richtig darauf freuen. Du wirst sie genießen, du wirst einen tiefen Zug nehmen, aber immer, wenn du den Rauch ausatmest, wirst du brüllen müssen wie ein Löwe. Aufwachen! Hallo, guten Morgen! Ich möchte etwas Gutes für euch tun, da ich weiß, dass ihr Raucher seid. Ja? Möchtest du gerne rauchen? Ja. Ich gebe dir Feuer, ja? Reicht das Feuer noch nicht? Ich gebe dir ein bisschen mehr Feuer, ist gar kein Problem. Riecht gut, ne? Du möchtest auch eine Zigarette haben, ich möchte dich nicht so lange warten. Darf ich dir eine anbieten? Danke. Feuer auch, ja? Ja. Das ist klar, ohne Feuer geht nichts. So, brennt? Danke, ja. Und, schmeckt sie? Ja. Wunderbar? Sehr gut, ja. Für dich habe ich auch eine Zigarette, bitteschön. Feuer, ich hoffe, das geht gleich an. Jawohl. Gut. Ist gut, oder? Die ist super. Das ist eine ganz neue Marke. Dir schmeckt's? Ja. Hast du ein Problem? Ja, ich krieg das Ding nicht hin. Dann probier's doch einfach mal ein bisschen weiter. Irgendwas hier noch. Das ist komisch, ne? Aber es scheint ihm zu schmecken, ne? Dir schmeckt's auch. Die ist sau gut. Und dir schmeckt sie? Ja. Kannst du dir eigentlich vorstellen, dass man schlagartig einem Menschen das Rauchen abgewöhnen kann? Nein. Also, ich bin ja Hypnotiseur und ich habe schon vielen Menschen in meinem Leben das Rauchen abgewöhnt. Manchen auch, wenn sie es gar nicht so richtig wollten. Meinst du, das ginge bei dir? Bist du nicht so sicher? Bin mir nicht so sicher, nein. Nee? Schmeckt's? Die ist gut. Die ist gut. Man hört's. Ja. Wie kann man bloß rauchen? Du hast immer noch ein Problem. Du möchtest sie gerne rauchen? Das kommt davon. Ja, wirklich? Soll ich dir helfen? Ja, bringt überhaupt nichts. Schau mal auf diesen Finger. Schau mal genau auf diesen Finger. Wenn ich den Finger runternehme, dann wirst du die Zigarette rauchen. Aber nur durch deinen Ellbogen. Und früh das Gebet und das Gebrüll. Du die Zigarette rauchen. Du wirst sie richtig schön genießen durch den Ellbogen. Du wirst glücklich sein, endlich die Zigarette, auch wenn es nur durch den Ellbogen ist, zu rauchen. Da muss man so brüllen dann. Überleg mal. Was gefällt dir an ihm nicht? Das Gebell, was der früher, was der da immer macht. Ich weiß auch nicht. Das Gebrüll, also das schmeckt. Mir schmeckt es einfach ein Freund. Ja. Ich weiß nicht, was er muss doch davon ausgehen. Lunge geht kaputt, Krebs, Herzkranzgefäße. Nimm noch mal einen kräftigen Zug und dann sag ihm, wenn du mal richtig die Zigarette genossen hast, was du davon hältst, was er sagt. Hast du den Kommentar gehört? Ja, aber. Ja. Er weiß ja gar nicht, wie schädlich das ist. Oh, wie bitte? Klasse. Was klasse? Ganz neue Methode, aber es klappt. Ja? Nimm doch nochmal ein Kräftchen. Ja, logisch. Ah. Ja. Gut. Jetzt rauchen total auf. Ist total schädlich. Ja. Du kannst so das Aroma der Zigaretten noch viel besser verstehen. Probier das doch mal so. Mach doch hier mal einen Trichter aus dieser Hand. Und nimm mal diesen Trichter so richtig an den Mund. Und jetzt tun wir die Zigarette unten an deinen Ellbogen halten und dann raucht er mal richtig. Jetzt. Ich möchte mal Beine behalten. Jetzt zieh doch mal richtig. Ist das nicht noch besser? Tief durchschlafen können, besser. Ohne dass es reinbringt. Viel besser, super. Ja. Sag mal, du hast doch vorhin auch geraucht. Das war doch deine Zigarette. Ja, aber... Was, ey? Schmeckt nicht. Schmeckt nicht? Nee.
das bringt nichts. Wenn ich jetzt will ich das sehen. Nimm noch mal einen kräftigen Zug. Und ein letztes Wort von dir. Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass ich, wenn ich jetzt morgen zum so eine Zigarette rauche, dass ich so wie ein Löwe rumbrülle. Also das ist ja Wahnsinn. Ich finde das einfach großartig, wozu der Herr Manfred Knoke uns gebracht hat. Und da sieht man, dass man wirklich die Hemmungen verliert und die Ängste verliert. Keine Furcht hat vor Kameras und Beleuchtungsapparaten und Publikum, sondern dass es einfach ganz herrlich befreiend ist, wenn man sich selbst jetzt sieht, was man alles machen kann, wenn man die entsprechende Suggestion bekommt.